Es ist schon ein Skandal, dass er sich nicht geniert und sich als völlig Fremder bei uns einquartiert. Als er hier ankam, waren seine Schuhe zerrissen und seine Kleider waren dreckig und verschlissen. Jetzt spielt der Habenichts den großen Herrn und kritisiert und kommandiert nur allzu gern. Von jeder Bindung hat er mich so frei gemacht, dass stirben mir die Frau, die Kinder heute Nacht. Es würde mich in keiner Form betrüben. Ja, diese Dame ist die reinste Tugend. Doch war sie sicher nicht in ihrer Jugend. Solange sie von Männern sich beachtet fand, war Sittsamkeit ihr gänzlich unbekannt. Mein Gott, ist diese Spitze zart und filigran. Kein anderes Gewebe fühlt sich derart an. Ein Meisterwerk. Man wagt es kaum, es anzufassen. Ein Blitz soll auf der Stelle mich erschlagen. Und alle sollen Feigling zu mir sagen, wenn ich noch irgendeine Rücksicht kenne und diesen Schurken, der nicht eins überbrenne. Was der auch sagt, mit lautem Beifall wird's quittiert und hinterher 100-mal zitiert. Kurzum, mein Herr frisst diesen Heuchler aus der Hand. Der falsche Hund hat das natürlich längst erkannt und lässt bescheiden sich von diesem armen Dummen sein Geld aufdrängen, allerhöchste Summen. Warum nur hat er meinen Schwager erst verklagt, als ihn der aus dem Hause jagt? Erschien ihm der als ungetreuer Untertan, warum trat er dann dessen Erbe an?